Guten Morgen. Ja, nach einer für mich durchzechten Wehennacht melde ich mich heute mit einem neuen Vlog zurück. Wir haben es jetzt 9.35 Uhr und ja, ich sehe irgendwie ein bisschen fertig aus. So fühle ich mich auch. Also ich habe, wenn es hochkommt, vielleicht 2 Stunden geschlafen. Das ist nicht wirklich viel. Ja, und mein Nagel ist gestern auch abgerissen. Ich muss irgendwie zur Nagelfrau. Also es ist irgendwie einiges bei mir los. Ja, ich habe irgendwie nur 2 Stunden geschlafen, weil ich Wehen bekommen habe, die mal echt schmerzhaft waren. Keine Ahnung warum. Die waren jetzt nicht so, dass ich sagen hätte müssen, okay, ich muss jetzt ins Krankenhaus fahren, aber die waren halt schon irgendwie, sie haben mich wach gehalten. Und ja, ich habe mir jetzt erstmal einen Tee gemacht und ja, somit bin ich irgendwie die ganze Nacht, war ich beschäftigt mit Laufen und ja. Das ist übrigens der Schwangerschaftstee von, ich glaube, Baby Vita. Das ist echt lecker. Und ja, ich habe auch momentan irgendwie ein bisschen Probleme mit meiner Haut. Das hatte ich ja schon angesprochen, aber es regeneriert sich mittlerweile. Also die ist nicht mehr gar so trocken. Ich habe irgendwie leichten Haarausfall und meine Nägel gehen kaputt. Das sieht echt nicht schön aus. Deswegen habe ich beschlossen, ich werde zur Nagelfrau gehen und werde mir die Nägel erstmal abmachen lassen. Und bis nach Geburt erstmal ohne, also nackig rumlaufen, damit die einfach ein bisschen sich erholen können. Und ich tippe auf einen Kalziummangel. Deswegen werde ich nachher in die Apotheke gehen und mir ein Kalziumpräparat kaufen. Ich werde mich da erstmal beraten lassen. Und ja, ich hänge so ein bisschen in den Seilen. Man sieht das vielleicht, ich bin noch total müde. Aber ja, so ist das halt manchmal. Ich bin eigentlich total überengagiert und möchte total viel machen. Aber mein Körper bremst mich momentan so ein bisschen aus. Ich habe auch leichte Wassereinlagerungen, aber das erzähle ich euch alles im Update, weil da ist echt viel passiert. Ich habe heute eigentlich extrem viel vor. Also ich habe gestern schon, waren wir unterwegs und haben ein neues gebrauchtes Beistellbett gekauft plus eine Wickelkommode. Ich habe zwar noch ein Wickelregal, aber dieses Wickelregal möchte ich dann hier unten ins Wohnzimmer stellen und die Wickelkommode möchte ich dann nach oben stellen, weil die für den Anfang auch erstmal reicht als quasi als Schrank. Ja, für die ersten Sachen reicht das definitiv. Also da möchte ich jetzt noch nicht so einen riesengroßen Schrank ins Zimmer packen. Und heute wollte ich eigentlich, weil ich habe ja jetzt erstmal nur einen Geschwisterwagen, also da würde zwar ein Baby drin Platz finden, aber man möchte ja nicht immer diesen riesengroßen Geschwisterwagen überall mit hinzerren. Deswegen wollte ich eigentlich noch einen Kinderwagen abholen, auch gebraucht. Ich kaufe nichts mehr neu, sehe ich nicht ein, weil auch gebrauchte Sachen können echt schön sein. Und ja, mit den Leuten hatte ich mich eigentlich schon in Verbindung gesetzt. Jetzt warte ich noch darauf, auf Rückmeldung, wenn die Zeit haben, um mir den Wagen anzugucken. Und ich wollte noch 3 Schwangerschaftshosen kaufen, gehen auch gebraucht. 3 Stück für 25 Euro, der Preis ist unschlagbar, finde ich. Also wenn man nach H&M geht oder so, kostet eine Hose schon 25 Euro und mehr. Und da ist der Preis unschlagbar. Und da hoffe ich, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Und dann, ja, wollte ich eigentlich die Wickelkommode schön sauber machen, Babysachen raussuchen und waschen und einsortieren, damit das alles einfach soweit in die Gänge kommt. Ja, das war der Plan. Und ich möchte gerne ein bisschen für euch mitfilmen,
da die Vloggerei momentan eigentlich gar nicht so mein Ding ist, weiß ich nicht, was ich filme und wie lang der Vlog wird. Aber ich verspreche euch, ich werde was filmen, sobald es sich was Interessantes ergibt. Und ja, fürs Erste verabschiede ich mich hier an dieser Stelle erstmal. Und ja, werde hier noch ein bisschen klar Schiff machen, ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen. Und vielleicht mal was frühstücken. Ich weiß, es ist jetzt eigentlich schon ein bisschen spät, aber ich hatte die ganze Zeit keinen Hunger. Und vielleicht hören wir ja nachher mal zum Baby rein und gucken mal nach den Herztönen. Wir schauen einfach. By the way, wollte ich euch mal zeigen, was ich von Rossmann bekommen habe. Nämlich, das ist so eine Tasche. Ich glaube, die kennen schon einige von euch. Also, die habe ich bei den letzten beiden oder bei der letzten. Ich glaube, bei Lilly hatte ich die bekommen und bei Alyssa, glaube ich, auch. Nur dieses Mal war irgendwie, also es ist immer irgendwas anderes dabei. Und nur zur Info, man kann die, also diejenigen, die die Tasche noch nicht haben und die das noch so kennen, dass man in den Markt geht und sich die abholt, das geht nicht mehr. Man muss sich jetzt im Internet registrieren. Ja, also mit den Taschen ja, kann ich jetzt mittlerweile schon einen kleinen Shop eröffnen irgendwie. ja, das ist so eine, ja, so ein Kulturbeutel halt. Also es ist irgendwie nicht unbedingt mein Fall, aber ja, gut zum Verstauen halt. Ja, was mir sehr gut gefällt und ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht bei diesem Kind auf Nook umsteige und das soll dann was heißen, ja, weil ich bin ja diejenigen, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich eigentlich auf Avent schwöre. Aber ich habe mir die Flasche angeguckt und ich muss sagen, die hat einiges an Vorteilen. Also ich finde die insgesamt schon etwas besser als die Avent, weil sie der Mutterbrust sehr gut nachempfunden wurde, muss ich sagen. Die Avent-Flasche hat ja meist den Sauger mit, ich glaube, von 0 bis 6 Monaten, da hat der Sauger, glaube ich, nur ein Loch oder sowas oder zwei maximal. Und hier sind so viele kleine und das passt ja ganz gut eigentlich, wenn man sich die Brust an sich einmal anschaut. Jetzt wollen wir das mal aufmachen und dann gucken wir uns das mal an. So, jetzt habe ich das einmal geöffnet und ja, jetzt haben wir quasi so ein Unboxing. Also das ist jetzt einmal so die Verpackung. Und finde ich echt ganz schön. Also der Style davon finde ich echt cool. Und dann haben wir noch so eine kleine Schachtel einfach. Da ist die Gebrauchsanleitung drin. Und dann hätten wir hier die Flasche mit Deckel. So, also den Deckel kann man einfach da drauf machen. Und dann gucken wir direkt mal uns die Flasche an. Die Aufmachung finde ich richtig schön. Mit diesen Punkten hier und sehr schlicht gehalten, finde ich ganz gut.
Die Messtabelle ist klar und übersichtlich. Nebenbei, das ist unbezahlte Werbung, das ist meine eigene Meinung und ich bekomme dafür kein Geld. Ja, ich will euch das einfach nur mal zeigen, weil ich davon total begeistert bin. Und natürlich müssen wir schauen, wie sich diese Flasche in der Praxis verhält. Aber jetzt kommen wir zu dem Sauger. Und da haben wir hier schon ganz toll, also viel, viel größer und einsichtiger. Ja, jetzt haben wir ein Problem mit dem Fokus, ne? Als bei der Avent. Und zwar haben wir hier unten unter diesem Ring steht halt dieses Antikolik. Das ist dieses ja, kleine Löchlein, wo dann halt die Luft rauskommt. Und dann hätten wir hier den Sauger. Und da kann man schon etwas erkennen, wenn mein Fokus mal nicht spinnen würde. Ach, naja, man kann es ein bisschen erkennen, dass da diese drei kleinen Löcher sind. Genau. Und das finde ich insgesamt halt viel, viel besser wie bei der Avent. Ja, jetzt kommen wir auch noch mal zu der Verpackung. Da steht nämlich einiges drauf. Und zwar auf der Vorderseite. Der Mutterbrust so nah wie nie zuvor. Was steht da noch? Mutter, also was man halt in diese Flasche reinfüllen kann. Muttermilch, Pränahrung, Tee und Wasser von 0 bis 6 Monaten. Empfehlen von Hebammen und Kinderärzten. Softzone mit vielen Trinköffnungen. Also das kann man, glaube ich, hier auf dem Bild noch mal ganz gut erkennen. Oder auch eben nicht. Ja, also da sind halt, da sieht man halt diese, ja, kleinen Öffnungen. Antikolik und extra breite und weiche Lippenauflage. Die Entwicklung der Nook Nature Sense Trinksauger basiert unter anderem auf der medizinischen Erkenntnis, dass die Mutterbrust über viele feine Trinkkanäle verfügt. Und das ist ja so, wer sich das mal angeschaut hat, der sieht, wenn man zum Beispiel Muttermilch aus der Brust ausstreicht, dass da nicht einfach nur es rausläuft, sondern dass da viele kleine ja, so kleine, wie soll man das sagen? Also es kommt halt nicht so in einem Strahl quasi raus, sondern das sind halt viele kleine Kanäle quasi, wo die Milch rauskommt. Ich glaube, diejenigen, die das kennen, die wissen, was ich meine. Und ja, wie gesagt, also ich finde das echt cool und ich bin am Überlegen, ob ich nicht auf Nook umsteige. So, nur so viel dazu. Jetzt machen wir mal weiter. Und zwar haben wir dann freundlich von Kleenex gesponsert Taschentücher. Wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung. Das ist, ich wollte euch das nochmal zeigen. Nicht, dass hier irgendwie was Falsches aufkommt. Dann haben wir hier die Mamas Baby Dream Pflegelotion. Die kennen, glaube ich, auch schon einige von euch, weil ich habe die schon ein paar Mal vorgestellt. Ich finde das Design jetzt besser. Also wenn die Tuben genauso aussehen wie die Probe hier, dann ist das ganz cool. Und vom Geruch her fand ich die auch nicht schlecht. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob die jetzt irgendwie anders von der Konsistenz her ist oder sowas. Keine Ahnung. Aber all das Creme hilft ja bei mir sowieso nichts, weil Schwangerschaftsstreifen sind mittlerweile neue vorhanden, neue, alte. Die alten sind zu neuen mutiert. Ja. Dann haben wir hier die Hip zart pflegende Feuchttücher. Hätten wir einmal hier. So eine Probepackung ist immer gut, wenn man sowas dabei hat. Vielleicht für die Wickeltasche ist das ganz, ganz cool und praktisch. Dann von Lansino
Stilleinlagen. Ich stehe ja total auf Lansino, sowie auf die Brustwarzensalbe als auch auf die Milchpumpe. Und ja, ich finde die Lansino elektrische Milchpumpe, die finde ich ganz cool. Die hatte ich mir irgendwann mal in der Apotheke ausgeliehen. Und die hat auch das Klinikum, wo ich mein Kind bekommen möchte. Und ja, davon war ich und glaube ich werde ich auch immer begeistert sein. Ja, dann haben wir hier nochmal von Nook ein kleines Heftlein zum Lesen und Stöbern und Schmökern und ja, auch sehr interessant. Da werden die ganzen Flaschen vorgestellt und man kriegt da so ein bisschen was erzählt wegen dem Stillen und so weiter. Must have natürlich in der Schwangerschaft Slip-Einlagen. Egal von welcher Marke, also klar, Always ist nicht schlecht, aber ja, ich finde, es gibt noch bessere. Das ist auch so eine kleine, ja, Probe ist, glaube ich, eine drin. Ja, kann sein. Naja, mal gucken. Was haben wir denn dann noch? Wir haben von... von Babywelt Rossmann. Das ist so ein kleines Heftchen, wo die verschiedenen Trimester erklärt werden, also was halt so passiert in der Schwangerschaft. Und na gut, ich lese ja immer mal gerne, aber wenn man diese Hefte zum 10.000. Mal liest, dann weiß man halt auch einfach, was schon drin steht. Deswegen für mich nicht mehr so interessant. Dann haben wir hier von Frosch einfach einen kleinen Flyer, so, ja, was man, glaube ich, für Kinderwäsche ganz gut gebrauchen könnte und Seife und so weiter. Ich finde Frosch ja ganz nett an sich, aber es gibt halt auch noch bessere Reiniger. Und was haben wir noch? Wir haben irgendwas, was gegen Hämorrhoiden helfen soll und Dammnaht und Fissuren und. Das heißt, wenn man nach der Geburt zum Beispiel gerissen ist oder geschnitten wurde oder man Probleme mit Hämorrhoiden hat, dann soll das Ding hier helfen. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit ins Krankenhaus nehmen, weil da haben die sicherlich auch andere Sachen, mit denen man sich da Abhilfe verschaffen kann. Aber naja, gut, was man hat, das hat man. Was haben wir denn dann noch? Genau, das hang außen an der Tasche dran. Vorfreude-Tasche, bald bist du da. Ja, sehr interessant. Was haben wir noch? Wir haben von Sebamed Baby Kind Pflegelotion. Gar nicht so schlecht für die ersten Tage oder die ersten Wochen, so eine kleine Probe zu haben, wenn das Baby eigentlich noch nicht so sehr mit Shampoo etc. Shampoo, was erzähle ich denn da? Mit Duschgel und Badeschaum in Berührung kommen darf. Das ist sehr mild. Und ja, habe ich bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und das riecht halt nicht, das ist parfümfrei. Und ja, für die erste Zeit geht das, weil ich bade jetzt die Säuglinge nicht so häufig. Also einmal die Woche reicht vollkommen aus, meine Meinung. Ihr dürft da gerne anderer Meinung sein. Also ich finde, das reicht komplett aus, weil die stinken ja jetzt so nicht und die schwitzen jetzt nicht so, dass man, oder machen sich dreckig, dass man sie jetzt halt jeden Tag duschen oder abduschen oder baden sollte. So. Und dann das letzte von Hip Massage Ill Sensitive. Naja gut, ich habe das jetzt und ich werde das sicherlich für irgendwas gebrauchen können. Ich persönlich finde das jetzt nicht so toll. Vielleicht kann man damit den Popo mit sauber machen. Aber ja, ich finde den Geruch für mich persönlich jetzt nicht so ideal. Und ich habe damit schlechtere Erfahrungen gemacht, wie jetzt zum Beispiel mit dem Bee-Oil, was ich in dieser Schwangerschaft neu ausprobiert habe und wovon ich echt überzeugt bin.
Also das Öl finde ich echt gut. Und ich glaube nicht, dass Hip da mithalten kann. Aber ja gut, so eine kleine Probe kann ja nicht schaden. Und naja, schauen wir mal, für was wir das jetzt verwenden. Und habe ich euch das Vorteilsheft jetzt gezeigt von Rossmann? Da sind so kleine Compounds drin. Ich bin jetzt nicht der Rossmann-Gänger, ne? Also wahrscheinlich wird das bei mir niemals leer werden, weil ich so gut wie gar nicht im Rossmann einkaufe. Aber ja gut, da sind so ein paar Sachen fürs Baby oder für die Schwangerschaft drin, die natürlich sehr interessant sein können. Ja, aber ich bin eher so der Mensch, der gerne im Müller einkauft oder vielleicht auch mal zu DM geht, aber nicht unbedingt Rossmann. Es liegt halt auch nicht unmittelbar in meiner Nähe, wo ich jetzt sage, oh, ich fahre jetzt einfach mal nach Rossmann und kann das mit dem Einkauf verbinden. Das kann ich dann halt bei Müller und DM schauen. Gut, da mein kleines Mäuschen irgendwie gar nicht schlafen will heute und genauso, ja, schlaftechnisch irgendwie gerade zerstört ist wie ich, glaube ich, werde ich mich jetzt erstmal darum kümmern, dass sie irgendwie jetzt noch in den Mittagsschlaf findet und werde mich ein bisschen ausruhen, weil die Nacht war echt grottenschlecht, wie ich ja schon erwähnt habe. Oh Gott, was war das denn? Wie ich ja schon erwähnt habe, wehenreich und ja, nicht so witzig. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder, weil dann wollte ich ja noch losfahren und wollte die Hosen holen. Also, bis dann. Ich wollte euch, by the way, noch die Wickelkommode zeigen. Die ist zwar hier unten leicht beschädigt, aber das bekommen wir wieder hin. Die ist ganz schlicht normal in so hellem Holz. Und ja, da ist dann hier noch so ein Haken, das haben die Vorgänger dran gemacht, wegen ihren Kindern, damit die die Türen nicht einfach aufmachen. Und das ist dann der dazugehörige Aufsatz. Ja, auch in hell gehalten. Richtig schön. So, hier habe ich einen Stubenwagen. Den habe ich aber jetzt schon länger. Ich habe den nur noch nicht abgefilmt. Ja, das wäre dann fürs Wohnzimmer auch gebraucht. Und ich finde den echt toll, weil man kennt das so gar nicht. Also ich kenne das so gar nicht. Ist so ein bisschen wie so ein kleiner Kinderwagen. Und ja, ist auf jeden Fall auf den Rollen. Und ja, das kann man halt irgendwie auch zum Schaukeln bringen, wenn man die Rollen irgendwie abmacht. Und was ich halt so cool finde, erstens mal ist das hier total schön, finde ich das. Und dann gibt es hier so Einstellungen. Machen wir mal an. So, und dann haben wir hier Licht, glaube ich. Ja, wenn man jetzt hier drauf drückt, genau. Dann dreht sich das. Und hier haben wir halt so eine Vibration. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das geht nur, wenn man hier drauf drückt. Ja, genau, dann vibriert das halt. Oh mein Gott. Fühlt sich das Baby in so ein Auto, glaube ich. Dann haben wir hier Licht. Irgendwo hatten wir Licht, glaube ich. Hm. Dann macht das halt noch so Musik. Ja, total schön eigentlich. Aber irgendwie geht das Licht nicht mehr, schade. Ach doch. Total schön. Ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt schon so gekauft habe. Und ich werde mich jetzt heute werde ich es nicht mehr schaffen, morgen daran setzen, einfach die Babyklamotten zu waschen und dann zu sortieren.
Und ja, jetzt fahre ich los und kaufe mir meine Umstandshosen. Und danach, ja, schauen wir mal. Ja, den Kinderwagen kann ich nicht abholen. Die haben sich irgendwie nicht mehr gemeldet, keine Ahnung. Und ja, da gucke ich einfach mal weiter. Mal schauen, wie ich das organisiert bekomme. Ob ich noch einen kaufe, gebraucht oder neu. Ja, dann würde ich sagen, wir uns gleich. Ich habe gestern das Haar vergessen zu flirren. Ich kann hier gar nicht so laut reden, weil ich bin gerade im Wartezimmer beim Arzt. Und ja, wir machen jetzt CTG. Und ja, gucken mal, was bei rauskommt, weil ich ja die ganze Zeit diese Schmerzen hatte. Und wir sehen uns gleich beim CTG. Ja, wir gehen jetzt hier mal kurz am CTG. Wir hatten auch eben ganz kurz mal die Herztöne, aber das kleine Mäuschen meinte sich wieder umzudrehen und dann hatten wir sie nicht mehr. Und jetzt liege ich nur mit Venenschreiber ohne Herztöne am CTG. Also bis jetzt tut sich nichts. Die Linie ist noch so feilgerade. Jetzt warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Dann werde ich, glaube ich, noch untersucht und dann schauen wir mal weiter. Ne? Das sagt nichts. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Ich habe voll die Schwangerschaftsstreifen gekriegt. Und ja, CTG kann ich euch kurz mal zeigen. Also noch tut sich da nichts. Da, wo diese drei Striche sind, das wären eigentlich die Herztöne, aber das, ja, dieser Button liegt ja da. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Diese zwei Ausschläge nach oben, das hat noch nichts zu heißen. Das waren jetzt keine Wehen, das ist einfach, wo ja, dieser Button rangehangen wurde. Und jetzt gucken wir mal, ich halte euch noch auf dem Laufenden und melde mich nachher. So, ich habe jetzt nicht mehr gefilmt. Ich lag am CTG, ich wurde untersucht. Bei der Untersuchung war soweit alles okay. Gebärmutter, Hals und Vorhänge und Muttermund zu. Ich hatte zwei Wehen auf dem CTG, das heißt, ich soll es einfach ein bisschen langsamer machen. Also Wehen waren da, ja. Und ja, ich habe jetzt eine höhere Magnesiumdosis aufgeschrieben bekommen. Und die nehme ich jetzt erstmal. Ja, soll ich ein bisschen ausruhen, haha, ehrlich gesagt. Und wenn es halt bis zum Wochenende nicht besser wird, dann müsste ich ins Krankenhaus, was ich natürlich nicht möchte. Ja, was steht jetzt an? Ich werde jetzt so ein bisschen sauber machen. Bad, Bäder, Toiletten. Und dann wollte ich eigentlich mich dran setzen und die Wickelkommode sauber machen und Babyklamotten aussortieren. So viel zum Thema Ruhe. Also ich versuche so viel Ruhe mir zu gönnen, wie geht. Aber ja, gut. Muss ich jetzt halt mal sehen, ne? So, ich fange mal an. So viel zum Thema, ich wollte mich ausruhen. Ich habe jetzt hier mal mein Schlachtfeld beseitigt in meinem Schlafzimmer. Weil das ganze Bett war ein einziger Wäscheberg. Ja, jetzt habe ich meine Schränke sortiert. Ich habe dieses Bett hier abgezogen quasi, also alles runtergemacht zum Waschen. Das muss ich jetzt noch ein wenig desinfizieren. Und da klopft's, ja? Warum klopft's da? Gleich. Und ja, hier steht noch der Stubenwagen. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon kurz vor 6. Ja. Und die Wickelkommode ist auch schon fertig. Soweit. Ja. Na, mal schauen. Wird heute Abend noch kommen. Also, so wie ich mir das vorgenommen habe mit den Babyklamotten heute, das wird nichts. Aber bestimmt morgen. Und dann wollte ich eigentlich auch noch backen. Und der böse Nestbautrieb, ihr kennt das ja. Ich weiß nicht, ob ich mich heute Abend nochmal melde. Wenn nicht, beende ich, glaube ich, jetzt schon an dieser Stelle den Vlog. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und ja, dann sehen wir uns beim Schwangerschaftsupdate. Tschüss!